Endlich ist er da, der Impfstoff. Lange haben wir darauf gewartet. Jetzt ist es soweit. Es wird alles organisiert, um ihn möglichst nah an die Menschen heranzubringen. Und auch bei uns in der katholischen Jugendfürsorge fragen wir uns, wann sind wir denn dran? Was müssen wir noch an Informationen weitergeben? Und die ersten, die wohl bei uns mit Impfungen rechnen dürfen, sind erwachsene Menschen mit Behinderungen in unseren Wohngemeinschaften. Und darum habe ich zum Gespräch den Abteilungsleiter Teilhabeleistungen eingeladen, Johannes Magen. Johannes, du bist ja schon mit deinen Einrichtungen im Gespräch. Es wird informiert, es müssen natürlich auch Vollmachten ausgestellt werden und so weiter. Wie schätzt du die Situation im Moment ein? Wie ist so die Motivation bei den Menschen mit Behinderungen und auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen in Bezug auf Impfung? Also wir haben uns ja sehr früh schon darauf eingestellt, auf die Impfung, weil wir ja sehr sehnsüchtig darauf warten, dass es endlich losgeht. Die Menschen mit Behinderung sind ja wirklich Personen, die besondere Risiken haben, die von dem Coronavirus bedroht sind, auch wirklich ernsthaft und schwer erkranken können. Und da haben wir ja schon auch ganz schwierige Situationen gehabt in den Wohneinrichtungen. Deswegen spielt der Impfstoff für uns eine ganz, ganz große Rolle. Wir haben im Prinzip schon seit ja, Ende November, Anfang Dezember gesagt, wir müssen uns jetzt vorbereiten, wir müssen darüber reden, wie können wir es denn machen. Es kamen ja dann die Anforderungen auch von Seiten der Heimaufsichten, dass wir abfragen, wer lässt sich denn impfen, damit dann die Impfzentren, diese mobilen bzw. die mobilen Impfteams, dass die dann auch in die Einrichtungen kommen und wissen, wer wird sich denn impfen lassen. Erfreulicherweise haben wir gerade bei den Menschen mit Behinderung eine relativ hohe Bereitschaft, sich impfen zu lassen. Da ist eine große Akzeptanz, auch weil man weiß, wie gefährdet man ist. Bei den Mitarbeitern schaut es ein bisschen unterschiedlich aus. Da haben wir, ja, würde ich mal sagen, so Rückmeldungen zwischen 40% bis 85%. Das ist so ein bisschen unterschiedlich, wie da die Bereitschaft ist. Und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen motivieren oder unterstützen, dass man sich doch positiv mit der Impfung auseinandersetzt. Es liegt vielleicht auch daran, weil in der Bevölkerung, es gibt ja bestimmte Gruppen, die erzählen zum Thema Impfung, das glaube ich, muss man so sagen, einfach Unsinn, auch falsche Informationen. Und es werden Ängste geweckt, weil der Impfstoff so schnell entwickelt wurde und so weiter. Und da haben wir ja schon viele Informationen mit der KdF in Umlauf gegeben, dass hier enorme Kräfte, auch Geld mobilisiert wurden oder dass man bei diesem Impfstoff sehr profitiert von der Grundlagenforschung, von dem, was vorausgegangen ist. Und ich habe schon eine Empfehlung rausgeschrieben, dass ich es wirklich den Mitarbeitern, aber auch den Menschen mit Behinderungen empfehle. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir da auch gut überzeugen können. Ich glaube, wir können es guten Gewissens weitergeben. Wenn wir nochmal auf die Menschen mit Behinderungen zu sprechen kommen, das werden wohl die Ersten sein, die mit Impfungen dran sind. Wir brauchen dazu auch die Eltern oder die Betreuer. Die sind auch informiert und sind auch einbezogen, oder? Ja, die sind alle mit einbezogen. Eltern und Betreuer sind angeschrieben, gefragt. Die müssen ja auch, wenn der Mensch mit Behinderung nicht selber sein Einverständnis erklären kann, müssen ja die rechtlichen Betreuer das stellvertretend dann tun. Hier haben wir, wie gesagt, ein großes Interesse, aber definitiv spielen die vielen Informationen, die momentan rumgehen, die man ja eigentlich nicht wirklich überprüfen kann, viele. Und da ist viel Falschinformation nach meiner Einschätzung dabei. Spielt schon eine Rolle bei der Frage, wie akzeptiert ist denn der Impfstoff oder das sich impfen zu lassen. Ich glaube, man kann schon sagen, wir brauchen die Impfung. Also ich würde denken, das ist jetzt nicht eine Impfung, wo man sich entscheidet, ja oder nein, ich mache es oder ich mache es nicht, sondern man muss sich klar machen, wenn man es nicht macht, dann stellt man ein Risiko dar. Und das in mehrfacher Hinsicht. Gerade wenn man mit Menschen mit Behinderung arbeitet, überträgt man möglicherweise eine Infektion und gefährdet Menschen, ja, die sich letztlich nicht wehren können. Man gefährdet Mitbewohner, man gefährdet Kolleginnen und Kollegen. Es ist einfach, wir arbeiten ja sehr dicht miteinander. Wir können ja nicht auf Distanz, so wie wir jetzt mit Glasscheibe dazwischen, kann man ja da nicht arbeiten, sondern man muss ja direkt mit den Menschen pflegerische Tätigkeiten machen und so weiter. Also man kann nicht auf Distanz arbeiten, sondern man muss richtig nah dran. Und obwohl unsere Hygienekonzepte ja sehr, sehr gut sind, haben wir trotzdem feststellen müssen, dass wir die eine oder andere Infektion trotzdem auch in der Arbeit haben. Und jetzt haben wir ja gehört zum Beispiel von der Mutation in England oder in Südafrika, wesentlich ansteckender, zum Glück noch nicht wesentlich gefährlicher offensichtlich, aber es kann ja sein, dass sich auch so eine Mutation nochmal entwickelt.
Also wenn man sich das vorstellt, dass man solchen Mutationen Raum gibt, wenn man sie nicht impfen lässt, dann glaube ich, wird deutlich, wie groß die Verantwortung ist, dass man sich da ernsthaft und wirklich konstruktiv damit auseinandersetzt und dann auch eine Bereitschaft entwickelt, sich impfen zu lassen. Du bist ja CPP-Bundesvorsitzender, Johannes, im Ehrenamt, und ihr habt euch auch sehr stark gemacht, dass Menschen mit Behinderungen, vor allem mit schweren Mehrfachbehinderungen, schon in diese erste Zielgruppe reinkommen. Das ist bisher noch nicht der Fall, aber sie sind da mit der zweiten Gruppe sehr bald schon dran. Und wir merken jetzt auch, wenn wir mit den Landkreisen telefonieren, mit den Gesundheitszentren und so weiter, dass man Menschen mit Behinderungen so als nächste Gruppe gleich im Blick hat. Ich glaube, da sind wir gut vorbereitet drauf. Ich glaube, dass wir weiter informieren sollten und auch motivieren sollten. Als nächstes werden dann auch weitere Einrichtungen von uns drankommen nach den Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderungen. Ich glaube, überall, wo wir erwachsene Menschen mit Behinderungen haben oder auch Ausbildungseinrichtungen haben, wie ein Berufsbildungswerk, ein Haus des Guten Hirten oder die Lernwerkstatt und so weiter. Also alles, was so im Erwachsenenbereich ist, aber auch bei den Kolleginnen und Kollegen, dass wir da weiter dranbleiben. Und das, glaube ich, kann man schon sagen, ist unsere gemeinsame Bitte, ne? Dass wir dann die Kolleginnen und Kollegen bitten, sich darauf einzulassen. Weil eins ist mir schon klar geworden, die Pandemiebekämpfung schaffen wir nur mit der Impfung. Das ist auch, glaube ich, vielfach kommuniziert worden. Und natürlich bleibt die Impfung freiwillig. Es wird keinen Impfzwang geben, aber das bleibt freiwillig. Würdest du dich impfen lassen, wenn wir jetzt einen Impfstoff hätten? Sofort, das habe ich gleich als allererstes gesagt. Und wenn wir mit gutem Beispiel vorangehen sollen, dann ist das für mich überhaupt keine Frage. Ich würde mich sofort impfen lassen. Ja. Einfach um auch deutlich zu machen, jeder muss seinen Beitrag dazu leisten, dass die Pandemie eingedämmt werden kann und dass wirklich diese Gefahren für viele Menschen verringert werden können. Ich schließe mit denen an. Ich würde mich genauso impfen lassen. Wir beide sind 59. Wir erwarten in diesem Jahr unseren 60. Geburtstag. Man beginnt jetzt mit 80. Aber sobald wir dran sind, machen wir mit, lassen uns impfen und gehen mit gutem Beispiel voran. Auf jeden Fall. Gut.